Herzlich willkommen zur weiteren Fahrzeugkarte auf dem Marsch. Wir sammeln wieder Holz. Tracking funktioniert wieder. Kurz anstecken, aufstecken. Kann man wieder auf den Kopf gucken und lenken. Die Zeitung. Andere machen es mit der Maus, ich mache es mit den Augen und Kopf. Das wird über die Augen gesteuert. Ja, wir sammeln immer Holz auf. Hoffen, dass wir heute noch alles schaffen. Im Hellen. Natürlich, weil die wollen ja ein bisschen vorankommen. Zwei Ladungen hat sie ja schon bekommen. Das ist gut. Die produzieren jetzt auch fleißig Spanplatten und OBS-Platten. Das ist ganz okay. Mal schauen, was die Jungs dafür bezahlen. Das ist eine entscheidende Frage dabei. Und zwar haben wir dafür ein Symbol ganz hinten irgendwo, ganz neu. Hier Erde, Kies, Sand, First Dings da. Viel gibt es ja für nicht, ne? Also man kann nicht mehr viel verdienen, aber gut, okay, ist aber. So, Spanplatte. Kostet OBS 1118 und Spanplatte kostet, Bretterplatte kostet ein bisschen mehr, 1002. Und das sind vier Sachen, die wir jetzt produzieren. Malz haben wir noch nicht, Karton haben wir auch nicht, Papier auch nicht. Karton und Papier hätten wir aus Dings haben können, Zement wird sich lohnen. Was braucht der Zementwerk? So. Gebe hier rein, Fettmods, Fetztiere, Produktion. Das ist aber Lager, Kollege, das ist Lager, das ist keine Produktion. Erdhaufen, das ist für die Erde, ist klar, logisch, Dieselherstellung. Oh, kostet auch ein bisschen wenig, kostet ganz schön. Da brauchen wir Sonnenblumen. Was ist das? Aus Raps Sonnenblumen. Ah, und Kompost. Ach du dicke Neune, Kompost. Ah, Kompost kein Problem, da können wir auch noch Kalkwerk, ja. Pellets, Mischfutter, Plattenschutz. Ah, das war, ach so. Rübenschnitzel, das wäre ja auch noch so. Das ist Rübenschnitzel. Schweinefutter, das war ja auch noch so ein Ding, ne? Zementwerk, Zementwerk braucht, da haben wir schon, Erde und Kies, Paletten, Wasser. Das ist glaube ich hier Papier, glaube ich. Tja, dann brauchen wir als erstes die Kompost. Kompost bietet sich an, das können wir nämlich gleich. Sauerei, Weizen, Hopfen, Malz, Wasser, Rapport und Bierkraut. Ja, okay. Düngerstellung wäre auch ganz gut. Dieterstellung wäre logisch. Fermenter brauchen wir nicht unbedingt. Holzstamm wäre eine Erleichterung. Entschuldigung. Da werden wir zuerst den hier haben. Ah, ne, das ist der Frühschutzer, ne? Das ist das Komposter. Können wir alles reinhauen. Die werden wir, sobald wir Stroh haben, die werden wir dann bauen. Und so. Dann hängt ja auch noch in der Luft. Naja, vielleicht werden wir ein bisschen los, weil verlieren wir den noch ein bisschen nach und nach. Was wird etwas kürzeren Stämme. Aber das ist ja egal, ne? Aber wie gesagt, mit dem langen geht es besser, ne? Die kurzen wir nicht nehmen, macht nichts.
Den quer kriegen wir nicht mit viel fahren. So, hier ein paar längere, denke ich mal. Machen wir zurück. Jetzt hängt der in der Luft. Und irgendwie loswerden. Irgendwie. Abschütteln, genau. Und nicht gleich so. So, gut, den nächsten aufnehmen. Ja, Piepmatz. Der Wald kommt doch wieder irgendwann in 7 Jahren ungefähr. Und alles mache ich auch nicht weg. Also ein bisschen stehen, ein paar Sträucher, also. So. Ja, Laden beenden und dann Richtung Sägewerk. Innenansicht, schuld, ne? Was finden die besser? Innenansicht oder Außenansicht? Ich meine, die Innenansicht, das macht es tonmäßig etwas leichter zu einzustellen. Man ist immer die gleiche Entfernung ist. Schallgeschützt natürlich, ne? Die Musik ist okay. Laut Aufschlagrichtung ist die im grünen Bereich. Habe jetzt die Verfahren links. Ja, links. Ja. Natürlich ist mir gefährlich in der Sicht, dass man zu schnell fährt und umkippt, ne? Jetzt fahren wir Richtung Sägewerk. Eine Ladung haben wir noch. Den Rest denke ich mal und dann dürfte wieder für einen Tag genug sein. Vielleicht für zwei. Im Winter müssen wir ein bisschen mehr machen. Das ist dann im Winter halt ist das halt so. Dann haben wir ein bisschen Zaun gerempelt, denke ich mal. Glück gehabt. Und umgefallen sind. So, das Ding läuft. Countdown habe ich überziehen. Schön Mais. Mann, habe ich da Befürchtung gehabt, dass wir nochmal arbeiten müssen. Aber dann wäre das halt so, ne? Also nächstes Jahr, wenn wir Mais auf Pflanzen woanders. Oh, Mais woanders. Überlegen, könnte man theoretisch da, wo Hopfen ist, könnte man Mais anpflanzen. Kartoffeln und Rüben, da kann man auch Mais anpflanzen. Geht ja um die Fruchtfolge, darum geht es ja. Also da, wo jetzt Getreide ist, geht es nicht. Also es geht schon, aber man hat dann entsprechend Ertragseinbußen. Also man kann immer an derselben Fläche Mais anpflanzen, das ist kein Thema. Und da erreicht man in Seasons halt, das ist der Knackpunkt bei Seasons, dann hast du halt Ertragseinbußen. Die Fruchtfolge macht man ja auch aus Gründen des Pflanzenschutzes im Prinzip, Insektenbefall und sowas, Pilzbefall. Wenn man es verhindern will, dass zu viele Schädlinge sich ansiedeln, dann macht man halt ja eine andere Frucht hin. Ich sag mal, wenn man jetzt Raps haben würde, käme so ein Käfer, und wenn man jetzt hinterher Getreide macht, der kann mit dem Getreide nichts anfangen, also kann der Käfer sich nicht stark vermehren. Nur als Grundgedanke der Fruchtfolge. Also vom Tierbefall her ist dann empfehlenswert, man macht mal was anderes. So, und gegen Mäuse kann man auch was tun, durch Umflügen. Wenn man im Herbst umflügt, dann hat man den Mäusen im Prinzip, deren Unterkunft geraubt. Und ein Teil wird dann umkommen bei Umflügen und ein anderer Teil halt
hatten sie ihre sichere Behausung verloren. Ne? Also, mein Gut, das war der Augenblick. Für die Tiere ist das blöd, aber fürs Feld, wenn so viele Mäuse sind, ist es schlecht. Und wenn einer das Getreide weggefressen wird, ist es nicht gerade hilfreich für die Ertragssteigerung. Deswegen ist das sinnvoll. Genau das gleiche ist, wenn jetzt, wenn man zu viele Wildschweine hat, dann kann es auch daran liegen, dass man zu viel Mais angebaut hat. Weil viele Bauern beklagen sich ja Maisbefall, Wildschweine. Aber wenn ich jetzt theoretisch viel Mais anbaue und die Tiere dann nicht bejagt werden, dann kann es sein, dass sie sich durch das Futter sehr gut wohlfühlen und sich entsprechend auch stark vermehren. Ne? Weil wenn man Tiere mästet, dann überleben die auch den Winter ganz gut. Und kalte Winter in dem Sinne haben wir bald nicht mehr. So richtig kalte, wo die Tiere eigentlich Probleme bekommen. Und Schweine sind nicht blöd, die kommen ganz gut klar mit der Umgebung her. Also da. Die leben ja nicht nur im Wald, die leben ja auch von den Feldern im Prinzip, ne? Also die werden dann auch dick und rund und verursachen auch Schaden, den man im Prinzip finanziell gar nicht mal so leicht beziffern könnte. Wenn man kurz abladen. Und da geht eine entscheidend eine intensive Jagd, ne? Es kommt zwar der Wolf zurück, aber der sucht sich ja auch meistens die leichtere Beute. In Anführungszeichen, ne? Also das Nutzwildprinzip. Eine Kuh auf der Weide hat, oder Schafe, das ist ja für den Wolf ein Geschenk, ne? Gefundenes Fressen kann man sagen. Weil die heutigen Nutztiere sind ja dafür nicht ausgelegt. Und oder nicht, das Prinzip, das Verhalten ist da nicht mehr drinne, wo sie im Prinzip flüchten können. Ne? Weil sie im Grunde auch zu fett sind, die können nicht weglaufen. Zum Wolf ist das ein leichtes Spiel. Und unsere Landwirte haben es auch verlernt, mit dem Wolf erst leben zu können. Wenn man es nicht braucht, dann verlernt man das halt. Beziehungsweise früher haben sie halt Hand angegriffen, haben sie gegenseitig zur Jagd, ne, haben den Wolf entsprechend gejagt. Heute heißt es ja, die bösen Tiere müssen durch ihn geschützt werden. So, haben wir noch ein paar Bäumchen zu liegen hier und dann geht es los. Hat den noch mal liegen. Ups, das war da hinten gefallen, wieder typisch. Umgestellt von alleine. Ich brauche noch ein, zwei, drei größere Stämme. Die kleinen sind nicht so wichtig. Aber die großen möchte ich schon haben. So, dann fahren wir mal eine kleine Ehrenrunde. Oh, der ist zu gefährlich. Da liegen wir auf. Müssen wir irgendwann wieder Bäume wegfräsen, den Rest. Aber nicht heute. Oder nicht jetzt. Können wir mal nachts machen. Ne? Ja, jetzt haben wir schon 16 Uhr im Spiel. Ne? Real ist schon fast 18 Uhr. Da tauschen wir Seite mal rechts aufladen. Ne? Machen wir rechts. Dann geht auch. So. Jetzt haben wir vier Ladungen weggeholt. Also im Prinzip in zwei Ladungen, zwei vollen gesägt. Und wir laden enden. Wir laden mit B und das ist ganz gut. Und Vespin mit L. Gut. L, Vespin, Leine. Ja. Man muss sich irgendwie Eselbrücken schaffen, ne?
Irgendwo ist es auch geschuldet, dass sie irgendwo auch im Englischen das noch wissen. Anbieten das Spiel, USA glaube ich, oder Kanada, wo sie vielleicht einige Verkäufe haben sicherlich. Irgendwo auch über einen Kompromiss, irgendwo überall. Der Sommer ist da, Hauptsache zur Ernte ist auch trocken. Für Getreide schon egal, da ist ja eigentlich schon durch. Muss ja nur noch nachreifen, kann man sagen. Für den Raps wäre Regen ganz gut. Wir hatten hier allgemein wenig Regen gehabt. Also im nächsten Jahr müssen wir mehr haben. Sonst kriegen wir hier Probleme. So, sind wir mal den Sägeweg angekommen. Jetzt haben wir wieder. Wird man sehen. Dann laden wir noch aus. Haben wir rechts? Glaub schon, ne? Dann fahren wir die Anhänger. Ja, können wir eigentlich hier stehen lassen normalerweise. Sollte es für die Nacht wieder ausreichend sein, holzmäßig. So, liebe Zuschauer, das soll es gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen, fürs Abonnieren, fürs Liken, für alles. Dann sage ich mal Tschüss und Winke Winke. Ciao, ciao. Und würde mich freuen, wenn ihr zur nächsten Folge reinschaut. Tschüss.